Wir haben ja gerade von Tatjana Ohm gehört, dass es auch Überlegungen gibt, dass es sein kann, dass diese Raketen eigentlich abgefangen wurden, aber dann eben fehlgelenkt auf polnischem Gebiet gelangt sind. Wie ist da Ihre Einschätzung zu? Das ist eine mögliche Variante. Wir erleben ja den Beschuss seit ein paar Wochen flächendeckend, also über das ganze Land. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gerade nach dem Rückzug aus Cherson, aber auch nach diesem für die russische Seite ja höchst unerfreulich verlaufenden G20-Gipfel auf Bali, nun auch der Westen angegriffen wird, weil die Russen natürlich wissen, dass sie mit Raketenangriffen, mit Beschuss gerade des Westens der Ukraine nicht nur den Nerv der Ukraine treffen, sondern natürlich auch Nachschublinien, westlichen Nachschubs an Waffen und Munition. Insofern kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass Raketenbeschüsse abgefangen wurden und dann die Schrottteile oder die Splitterteile, die dann leider durch die Gegend fliegen und höchst brandgefährlich sind, ja tödlich, auch auf polnisches Territorium gelangt sind. Denn offensichtlich diese Ortschaft Przeworo, ja man gerade 6 Kilometer auf polnischem Territorium, allerdings 80 Kilometer etwa nördlich von Lemberg, und das würde meine Argumente stützen. Jetzt haben wir an diesem Tag einen bisher beispiellosen Angriff erlebt auf die Ukraine von Seiten Russlands. Laut der ukrainischen Luftwaffe sind 100 Raketen in Richtung der Ukraine abgefeuert worden. So viele wie noch nie. Bisher lag die Höchstzahl, war das der 10. Oktober mit den massivsten Angriffen aus der Luft. Immerhin hat ja offenbar das Verteidigungssystem es geschafft, die meisten davon abzufangen. Das zumindest berichtet die ukrainische Luftwaffe. Halten Sie das jetzt für eine Art Vergeltung eben auf das, was beim G20-Gipfel war, und auch noch mal auf, dass man es quasi verkaufen kann nach innen heraus auf Russland, dass der Angriff unvermindert fortgeht auf die Ukraine? Sie haben in beiden exakt recht. Es ist zum einen sicherlich, eine Art Vergeltung für den Rückzug aus Cherson. Ich glaube, der hat die Russen im Markt getroffen, dass sie da die westliche Seite des Dnipro, also im Grunde genommen die komplette Stadt Cherson, aufgeben mussten. Und die Feierlichkeiten, die wir sehen, die Freude, die zu Recht geäußerte Freude auf die Straße getragen der ukrainischen Bevölkerung, das alles trifft die Russen natürlich im Mark. Und wenn man dann, wie Sie eben ja auch sagen, das Ergebnis des G20-Gipfels in Bali sich anschaut, der ja für die Russen alles andere als erfreulich war. Sie scheinen ja jetzt die letzten Partner und Freunde zu verlieren, weil einfach deutlich wird, dass dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg ein absoluter Wahnsinn ist und den man möglichst rasch beenden muss von russischer Seite. Dann wird deutlich, die Russen sind im Markt getroffen und sie tun jetzt alles, um Initiative zurückzugewinnen, um die Stimmung aber auch im eigenen Lande nicht kippen zu lassen, um der eigenen Bevölkerung klarzumachen, hier, wir sind noch da, und so wie die Welt uns das deutlich machen wird, so ist es nun mal nicht. Also, was ich damit sagen will, ist, wer glaubt, wir wären jetzt schon kurz vor dem Sieg oder auf der Siegesstraße, da wäre ich mal sehr vorsichtig. Und dann passieren halt diese Dinge, wie wir sie jetzt erleben müssen, dass eben Raketeneinschläge oder Teile davon auf NATO-Territorium passieren. Ich gehe aber mit dem, was wir wissen, davon aus, dass es sich um einen Irrtum handelt. Sagte Generalleutnant AD Roland Kater. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzungen. Gerne doch.